Die Verabschiedung des Cannabis-Gesetzes im Bundestag am Freitag, dem 23. Februar, war für mich und für viele tausende andere ein historischer Moment. Es gibt Leute, die haben sich seit Jahrzehnten, seit teilweise vielen Jahrzehnten eingesetzt für eine Liberalisierung im Bereich der Cannabispolitik, und an diesem Tag wurde es nun endlich im Bundestag beschlossen. Damit ist nun die größte Hürde auf dem Weg zum Inkrafttreten am 1.4. genommen. Doch auch bei diesem ersten Erfolg bleibt weiterhin die Sorge vor dem Bundesrat, und was passiert, wenn es dann doch noch zum Vermittlungsausschuss kommt. Sollte es zum Vermittlungsausschuss im Bundesrat kommen, ist nämlich eine mehrmonatige Verzögerung nicht ausgeschlossen. Es ist derzeit die Rede dann, dass es eventuell schon im Sommer soweit sein könnte, die Szenarien gehen aber bis hin zu einem vollständigen Scheitern. Aufgrund langwieriger Verhandlungen sollte man sich einfach nicht einig werden. Es kann bis zu zweimal, habe ich vernommen, im Bundestag abgestimmt werden zu Kompromisslösungen aus dem Vermittlungsausschuss. Dies jedoch ist eben zeitlich nicht genau definiert. Es ist zwar in der Regel davon auszugehen, dass die Fraktionen es versuchen, innerhalb der Legislaturperiode zu klären. Es ist aber nicht sicher und ja, so gesehen, man kann sich dabei eben nicht unbedingt auf Zeitangaben verlassen, und deswegen ist mit diesem Risiko im Hintergrund der Vermittlungsausschuss unbedingt zu vermeiden. Doch warum ist überhaupt die Sorge derzeit so groß? Es liegt einfach an dem Unmut der Landesregierung, der in den letzten Tagen und Wochen vor der Abstimmung deutlich zugenommen hat. Das ging auch durch die Medien und wurde in der Öffentlichkeit eben aufgegriffen. Was es mit dem Vermittlungsausschuss genau auf sich hat, schauen wir uns gleich noch an. Jetzt erstmal die Reaktion rund um die Verabschiedung des Cannabis-Gesetzes im Bundestag. Liebes Wandtier, jetzt endlich ist es soweit. Wir machen Schluss mit der Verbotspolitik und gehen endlich über zu einer vernunftgeleiteten Drogenpolitik und stellen den Gesundheits- und Jugendschutz in den Mittelpunkt. Und im Zuge dessen gibt es natürlich auch Änderungen in der Fahrerlaubnis. Klar für uns ist, niemand darf berauscht Auto fahren. Die Verkehrssicherheit steht an erster Stelle, aber die pauschale Kriminalisierung, mit der machen wir Schluss. Klar ist, auch zukünftig darf natürlich niemand im Rausch fahren. Aber bisher wurde der Konsum oder der Besitz von Cannabis auch dann mit Führerscheinentzug bestraft, wenn die Leute sehr wohl Konsum und Autofahren getrennt haben. Und damit machen wir jetzt Schluss. Und das ist ein echter Erfolg, den wir im Rahmen der parlamentarischen Beratung da auch erzielen konnten, dass die Verkehrssicherheit hier eben auch in den Mittelpunkt gerückt wird, aber die pauschale Kriminalisierung beendet wird. Und klar ist jetzt ist Verkehrsminister Wissing wieder am Zug, denn er ist aufgefordert, einen THC-Grenzwert vorzulegen. Morgen gibt es das erste Kraut. Kriegst du schon mal eine Butsche? Nein. Wann ist denn jetzt Kiffen legal? Herzlich willkommen zum Format 3 Fragen an. Heute mit Carmen Wecker, Berichterstatterin fürs Cannabis-Gesetz für die SPD-Bundestagsfraktion. Wann ist denn jetzt Kiffen in Deutschland legal? Heute beschließen wir im Deutschen Bundestag das Cannabis-Gesetz und dann wird es am 22.03. den Bundesrat passieren und in Kraft treten soll zum 1.4. zumindest die Entkriminalisierung, und zum 1.7. dann ist auch der Eigenanbau erlaubt und die Mitgliedschaft in Anbauvereinigungen. Das erste Gras legal erwerben, da sind wir noch ein bisschen weit weg, aber theoretisch Cannabis bekommen, ganz nah. Was ist jetzt fast 2 Jahre lang verhandelt? Was steht denn in diesem Cannabis-Gesetz eigentlich drin? Dass man es nicht mehr strafbar macht, wenn man bis zu 25 Gramm in der Öffentlichkeit mit dabei hat. Große Errungenschaft. Dass man auch einen legalen Zugang zur Droge hat. Und zwar kann man sich entweder für den Eigenanbau von bis zu 3 Pflanzen entscheiden oder man wird eben Mitglied in einer Anbauvereinigung. Da kann man dann ebenfalls gemeinschaftlich anbauen und Cannabis beziehen. Außerdem haben wir noch Regelungen zum Führerschein und eine Amnestie. Alles klar. Gibt es noch eine Empfehlung zu Sorten für Politiker zur Entspannung in Koalitionsverhandlungen oder anderen wichtigen Runden? Ich glaube, da kann man jede Sorte empfehlen. Nichtsdestotrotz würde ich eigentlich Politikerinnen und Politikern raten, einen klaren Kopf zu behalten, denn nur so bleibt man erfolgreich. Alles klar. Vielen Dank, Carmen. Sagt zum Beispiel der ehemalige Kriminalhauptkommissar Sebastian Fiedler aus Ihrer Bundestagsfraktion, ja. Sagt, 25 Gramm ist viel zu hoch angesetzt. Genau, er profiliert sich mit dieser Haltung, die nicht neu ist. Aber was wäre die Alternative? Sagen wir, machen das, wie er es vorgeschlagen hat. Wir legalisieren, er will ja sogar Kokain wie in Portugal legalisieren und wir erlauben nur 6 Gramm. Dann habe ich Kokain legalisiert. Das wird sicherlich hier kaum jemand wünschen, der mich kritisiert. Und die 6 Gramm
Gramm sind so wenig, dass ich dann den Schwarzmarkt nicht eindämme. Weil das würde ja bedeuten, wenn ich 50 Gramm im Monat konsumiere, müsste ich bis zu 10-mal zum Cannabis-Club fahren, um mir den Stoff zu holen. Dann werde ich den Schwarzmarkt weiter bedienen. Somit, wenn man das vom Ende her denkt, also eine Gesamtsicht auf die Dinge hat und nicht also sich mit einem Aspekt beschäftigt, was bedeutet das für die Polizei? Ich kann das nicht verengen, dass ich frage, lassen Sie uns doch die Cannabispolitik so machen, dass es für die Polizei möglichst wenig Arbeit ist. Das ist zu eng. Ja, aber Sebastian Fiedler sagt ja, wenn jemand 25 Gramm dabei haben darf, eröffnet das Dealern Tür und Tor, weil die sagen dann einfach, ist Eigenbedarf, ist meins, verkaufe ich nicht. Also aber lassen Sie mich eine Gegenfrage stellen. Ist es der 25-Gramm-Dealer, der uns Probleme macht? Es sind doch die Dealer, die Zentner oder Tonnen ins Land bringen. Da muss doch die Ermittlung hingehen. Die organisierte Kriminalität, der 25-Gramm-Dealer, der demnächst übrigens auch keine Kunden mehr haben wird, weil man sich das ja legal beschaffen kann. Man muss ja erstmal seinen Markt überhaupt halten können. In Kanada, wo man so eingeführt hat, ist der Schwarzmarkt um 75% eingebrochen. Es ist so, tatsächlich, da kann ein Dealer dabei sein, der hat 25 Gramm am Mann und sagt, das ist meins, er will es verkaufen. Ja, und die anderen hat da um die Ecke liegen, die anderen Kilos. Ja, aber ehrlich gesagt, das ist ja, Sie beschreiben ja das System jetzt. Das ist ja, was jetzt stattfindet. Jetzt liegt das Zeug um die Ecke. Wir haben das Strafmaß erhöht. Jemand, der an Kinder und Jugendliche verkauft, über 21 ist, wird demnächst mit mindestens 2 Jahren bestraft. Das wird man sich überlegen. Mhm. Gleichwohl sind viele nach wie vor nicht überzeugt, dass das Ganze funktioniert, weil zu den Vorschriften, die in dem neuen Gesetz drin sind, ist beispielsweise sind so die quasi, ich nenne das jetzt mal Bannmeile, obwohl es nur 100 Meter sind, rund um Kitas und Schulen. Wer will denn das kontrollieren? Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die wir auch sonst kontrollieren. Ich kann ja jetzt nicht sagen, mal verzichten wir doch auf Tempo 30 in den Straßen, weil wer will denn das kontrollieren? Es ist immer ein bestimmter Kontrollaufwand gegeben, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir kontrollieren das gar nicht. Das ist natürlich für die Ordnungsbehörden ist das dann einfach, aber so kommen wir ja nicht weiter. Oder wir können sagen, wir legalisieren nicht, dann bleibt aber alles so, wie es jetzt ist, aber es wird ja schlechter. Somit, das ist richtig, wir haben dort einen gewissen Kontrollaufwand, aber der hält sich im Rahmen und ich glaube, das wird sich auch schnell eingelebt haben. Die Gurtpflicht zum Beispiel, die wird auch kontrolliert. Ich kann jetzt nicht sagen, die Gurtpflicht, also kann ich auf der Autobahn, wie wollen Sie auf der Autobahn die Gurtpflicht kontrollieren? Trotzdem gilt die Gurtpflicht. Wir machen vieles, was wir nicht immer kontrollieren können. Mit dem gleichen Argument, immer wenn ein wichtiges, großes Gesetz kommt, gerade am Anfang eine Kontrollaufgabe, aber jetzt wird ja auch diese 180.000 Verurteilungen pro Jahr, die kommen ja auch nicht von nichts, da wird ja auch kontrolliert. Und Bundesrat sehen Sie auch keine größere Hürde mehr? Es gibt ja zumindest die Möglichkeit, einen Anspruch mal einzulegen, aber... Genau, das ist ja nicht zustimmungspflichtig und wenn es im Bundesrat Probleme geben sollte, werden wir auch diese noch lösen können. Sprechen wir jetzt mit dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Willkommen beim Mittagsmagazin. Schönen guten Tag. Sie sprechen sich ja ganz klar gegen die Legalisierung aus. Warum? Erstens, wenn Kinder- und Jugendärzte vor den gesundheitlichen Forderungen warnen. Zweitens, wenn alle Sicherheitskräfte, alle Innenminister von Bund und Länder, Bundeskriminalamt davor warnen, was das für Folgen für die Kriminalitätsentwicklung hat. Drittens, wenn ich weiß, dass die Polizisten eine unendliche Arbeit bekommen werden, solche unsinnigen Kontrollen dann durchzuführen. Und viertens, wenn ich mich frage, haben wir im Moment wirklich keine andere Sorgen als Cannabis anzupflanzen, dann sage ich Ihnen, ich werde wahnsinnig bei dem, was ich da im Moment in Berlin erlebe. Herr Reul, Ziel der Legalisierung ist es ja auch, Polizei und Justiz zu entlasten. Sie haben die gerade angesprochen. Die meisten Drogenermittlungen und Prozesse werden ja gegen Konsumenten geführt. Eigentlich müsste Sie doch das aber als Innenminister freuen. Nein, die Polizisten werden auf der Straße sein und feststellen müssen, ist das legaler Handel, ist das illegaler Handel, haben die 3 Gramm zu viel angebaut, haben die noch eine Oma zu Hause, die auch noch anbauen durfte. Ich sage, ich habe keine Lust mehr, einen Polizisten mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Klare Antwort. Die Befürworter argumentieren ja, dass sie mit einer Legalisierung der Schwarzmarkt und damit auch die Kriminalität zurückgedrängt wird. Außerdem sollen die Konsumenten geschützt werden, weil man Qualitätsstandards wie beim Alkohol einführen kann. Lassen Sie diese Argumente gelten. Ich finde die hochinteressant. Man kann in den Niederlanden besichtigen, wie das in die Hose gegangen ist. Die Kriminalität ist nämlich höher gegangen. Die Illegalität ist gestiegen. Wir haben riesen Drogenbanden und Drogenmafia in den Niederlanden.
brauche ich hier nicht. Es reicht, was wir haben. Und wir haben 1000 andere Probleme, die gravierend sind, wofür wir Sicherheit einsetzen müssen. Nun haben Sie ja im Bundesrat noch die Möglichkeit, zusammen mit den anderen Landesregierungen das Gesetz zu stoppen. Werden Sie das tun? Das werden wir sehen. Wir werden die Landesregierung wird das gemeinsam sicherlich beraten müssen. Wir haben eine Koalitionsregierung und dann muss man sich am Ende immer auch verständigen. Aber für mich ist das klar und ich finde es interessant, dass bis weit in die Koalitionsfraktionen rein alle Leute, die sich um Sicherheitsfragen kümmern, dieselbe Meinung haben. Nochmal zurück zum Koalitionspartner nochmal in Ihrem Land. Das sind ja die Grünen. Glauben Sie, dass das mit denen zu machen ist, ein Veto? Glauben hilft ja nicht. Das werden wir dann sehen, wenn die Frage ansteht, weil das Gesetz überhaupt mal beschlossen ist, wenn man den Text endlich mal genau kennt. Und dann wird man sich entscheiden. Für mich ist es klar, da kann es nur Nein geben. Der Witz an der Sache, Herr Innenminister Reul, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Interviews am 23. vormittags war der Gesetzentwurf, die Beschlussfassung, die endgültige der Ausschüsse, federführend Gesundheitsausschuss, entsprechend schon öffentlich. Also wenn er sagt, das waren nicht bekannt, die Originalgesetzestexte, das ist falsch, das ist nicht richtig. Er hätte es einfach nur lesen müssen. Okay, weiter. Beim Vermittlungsausschuss haben wir folgende Situation. Geht man auf bundesrat.de und schaut sich die Zusammensetzung an, haben wir die Stimmverhältnisse wie folgt. Eine Abstimmung für den Anruf des Vermittlungsausschusses braucht also eine absolute Mehrheit auf Antragsbasis mit 35 Stimmen. Wenn ein Bundesland sich also bei einem Antrag nicht einig ist und die Koalition aus zwei oder mehr Parteien sich dann also uneinig ist, ob eine geschlossene Ablehnung oder Befürwortung des Antrags dann entschieden werden soll, dann geht die Stimme in die Enthaltung. Dann geht es quasi in ein Nein. Also der Antrag wird dann nicht unterstützt, man enthält sich eben. So, das wird also wichtig, wenn man sagt, okay, in welchen Regierungen haben wir auf Landesebene Unionsbeteiligung, weil die werden ganz sicher den Antrag mit unterstützen, weil die werden jede Verzögerung fordern und auch versuchen durchzusetzen im Bundesrat. Und eben, wie standhaft sind dann die jeweiligen Koalitionspartner? Zur SPD haben wir schon festgestellt, siehe Niedersachsen, Koalitionsvertrag Seite 103 mit den Grünen. Damals haben sie schon zur Landtagswahl gesagt, ja, wir werden vorab entkriminalisieren und dies, das, jenes anpassen. Haben sie irgendwas gemacht? Nein, gar nichts. Im Gegenteil, die SPD-Minister fahren jetzt dem eigenen Gesetzesvorhaben in den Rücken und kommentieren öffentlich dagegen. Also kann man nicht unbedingt auf die SPD bauen. Die Grünen, wie man hier sieht, in vielen Landesregierungen mitbeteiligt, sind also ebenfalls eine gewisse Garantie dafür, dass es hier zu einer Blockade des Vermittlungsausschusses kommt. Dass es eben gar nicht erst dahin geht und dass die Beschlusslage zum 1.4. mit in Kraft treten seitens des Gesetzentwurfs wie vorgesehen dann auch wirklich so umgesetzt werden kann. Wenn man also jetzt durchzählt, welche Landesregierungen werden einen Vermittlungsausschuss vermutlich unterstützen? Wir haben Bayern 6 Stimmen auf jeden Fall dafür. Wir haben Baden-Württemberg mit den Grünen, die eher CDU-orientiert sind. Und auch beim Thema Cannabis mit Kretschmann in der Führung eher konservativ dastehen. Da denkt man auch, dass sie den Anruf des Vermittlungsausschusses unterstützen. Also 12 Stimmen. Berlin kann man sich nicht vorstellen. Enthaltung. Brandenburg. SPD und Grüne. Das wird auch auf jeden Fall eine Enthaltung. Auch wenn die SPD noch mitziehen sollte, dann bleiben es die Grünen zur Not. Bremen. Linke Beteiligung wird sicher kein Vermittlungsausschuss unterstützen. Hamburg. Die SPD auch hier Umfallkandidat, aber die Grünen müssen blocken. Hessen, Schwarz-Rot, kann ich schwierig einschätzen, wie hier die SPD steht. Auf jeden Fall mal abwarten, aber könnte. Dann sind wir also schon bei 17, 12 plus 5, 17. Mecklenburg-Vorpommern mit den Linken in der SPD-Regierung wird also auch nicht zum Vermittlungsausschuss unterstützend, anrufend mit abstimmen. Niedersachsen haben wir schon festgestellt, ist ein Problem, also 15 plus 6, dann sind wir bei 21. Nordrhein-Westfalen, NRW. NRW ist jetzt die Frage, kippen die Grünen ja, nein. Mona Neubauer hat in den Koalitionsverhandlungen wenig Druck auf das Thema Cannabis ausgeübt und hat sich zum Thema Cannabisgesetz so geäußert, dass sie sich dann dem Thema gegenüber offen in der Prüfung annehmen und dass sie halt eben ergebnisoffen das Cannabisgesetz dann im Detail prüfen würden. Jetzt ist es aber eben so, dass wenn dann NRW noch kippt, dann sind wir also bei 21 plus 6, 27, dann wird es schon langsam knapp. Rheinland-Pfalz auf jeden Fall nicht. Saarland, anscheinend auch die SPD relativ, zumindest der Drogenbeauftragte der Landesregierung, ganz klar dafür. Also wohl eher nicht. Sachsen mit den Grünen dabei auch nicht. FDP, Sachsen-Anhalt auch nicht. Schleswig-Holstein, Grüne und Thüringen dann auch nicht. Also ihr seht, wir sind bei 27, meine ich, gerade angekommen.
Es ist also nicht unbedingt wirklich davon auszugehen, dass die große Wahrscheinlichkeit derzeit für den Bundesrat stimmt, aber die kleine Wahrscheinlichkeit, dass es doch noch irgendwie dazu kommen könnte, ist einfach so groß, auf dass man dagegen trotzdem jetzt intervenieren muss. Es darf nicht dazu kommen, Leute, deswegen, wenn ihr noch nicht an die Landesregierungen, an die vor allem auch an die Landesfraktion geschrieben habt, in dem Falle mit Fokus auf die Grünen, SPD schadet sicherlich auch nicht, aber auf jeden Fall kontaktiert die Leute per E-Mail, per Brief. Wenn ihr Veranstaltungen vor Ort habt, irgendwie Regionales, geht hin, stellt die Fragen oder stellt die Forderungen noch besser, ganz klar. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, auch die Glocke aktivieren nicht vergessen. Schaut auch vorbei auf bio-gartenwelt.de oder rolling-stone.de. Klare Empfehlung. Oh,